Es klingt fast harmlos zu sagen, der DAX verliert in 5 Handelstagen 13%. In absoluten Zahlen sind das mehr als 1.700 Punkte. Sogar fast 2.000 Punkte vom Allzeithoch. Und das war erst vor wenigen Tagen erreicht worden. Mit dem heutigen Handelstag handelt sich die Börse in Frankfurt die schwächste Woche seit der griechischen Schuldenkrise, also seit 2011, ein. Die Sorge um die Konjunktur wegen Corona ist spät, aber heftig an den Märkten angekommen. Von unserer Seite aus ist es völlig übertrieben, was momentan geschieht. Klar hat man einen neuen Virus, der sehr ansteckend ist. Nichtsdestotrotz ist er von Konzeption und Aufbau und auch von Wirkung vergleichbar mit dem Grippevirus. Es hat sicherlich Auswirkungen auf die Weltwirtschaft und auf die Abläufe der Weltwirtschaft. Da hat man jetzt 15% eingepreist. Ich denke, an der Stelle ist das dann mehr als genug und deswegen sehe ich das als Übertreibung. Und aus meiner Erfahrung aus 30 Jahren kann ich sagen, dass ich sogar ziemlich sicher bin, dass es derzeit eine Übertreibung ist. Und für mich sind das derzeit eher Kaufkurse. Kaufkurse? Am härtesten trifft die Corona-Krise die Luftfahrtbranche. Die Lufthansa ist mit einem Wochenminus von 20% schwächster DAX-Titel. Aber auch die Banken verlieren überdurchschnittlich. Die Sorge vor Kreditausfällen und steigender Risikovorsorge, vor weiter sinkenden Zinsen und vor weniger Geschäft durch Fusionen und Übernahmen schlägt hier zu Buche. Defensive Titel wie die Versorger E.ON und RWE verlieren unterdurchschnittlich nur in Anführungszeichen 8%. Ökonomen wie Börsianer setzen nun auf weitere Zinssenkungen der Fed. Aktuell wird mit 99%iger Wahrscheinlichkeit schon ein Zinsschritt am 18. März der FED erwartet und mit 90% im Juni. Auch die Wahrscheinlichkeit für die Dezemberentscheidung ist auf 85% gestiegen, zeigt das FED-Watch-Tool der CME. Und damit erwarten die Börsianer bis zu 3 Zinssenkungen der FED allein in diesem Jahr. Und auch die EZB dürfte sich mit Maßnahmen anschließen. Die EZB wird auch überlegen, die Wirtschaft zu stimulieren, um eben diese Panik, die teilweise eben schon fast ausgebrochen ist, ein bisschen unter Kontrolle zu halten. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass versucht wird, so ein kleines Placebochen zu setzen, was weiß ich, Anleiheaufkäufe für eine gewisse Zeit in Aussicht zu stellen. Ich glaube, dass nicht wirkliche faktische Änderungen stattfinden, sondern wenn, dann werden eher verbale Ankündigungen ausreichen sollen, um die derzeitige Übertreibung, auch was die Stimmung angeht, nach unten hin unter Kontrolle zu bringen. Auch Robert Halver sagt, dass 2 Zinsentscheidungen der FED mindestens schon eingepreist sind, aber auch aus Sicht der EZB sei, und das hat die Finanzkrise gezeigt, geldpolitisch alles möglich. Immerhin, der Euro hat sich von seinem 3-Jahrestief wieder erholt und die sicheren Häfen wie Franken, Yen und Gold sind nach wie vor gefragt.